Hallo und herzlich willkommen, die Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, ich hoffe, ich geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach der letzten Folge haben wir da unten angefangen, also am Ende der letzten Folge haben wir da unten angefangen, unser Lehm abzubauen. Das heißt, wir machen heute Pflastersteine. Wir fangen, also ich möchte versuchen, anzufangen hier. Sag gleich, Steine zu produzieren. Das heißt, hier war die Nacht versucht. Ja, die Nacht versucht. Steine zu sammeln. Das war mir fast nicht eingefallen. So. Steine zusammen, ich habe ein paar kleine Steine, ich habe ein paar große Steine gesammelt. Also ich weiß nicht, was alles so jetzt in der Nacht gegangen ist. Das Moped lassen wir halt da. Ebenso wie die kleinen Steine habe ich versucht mitzunehmen. Die kleinen Steine habe ich versucht mitzunehmen. Alles was halt so in der Nacht gegangen ist. Da habe ich jetzt auch was gesehen. Genau, da haben wir so einen kleinen Stein. Dann lassen wir jetzt den einmal durchlaufen, da die sagen. Dann lassen wir jetzt die Steine mal durchlaufen. In der Zwischenzeit looten wir noch ein paar Gebäude. Weil Holz können wir auch immer brauchen. Genau, ich kannte da, jetzt schauen wir mal zuerst einmal einen guten Sicherungspunkt suchen. So doch schon. Hier in der Base bleiben können. Das hätte ich in der Base auch gleich machen können. Aber ist ja gleich. Ah, schau, da sind schon ein paar zurückgelaufen. Da sind schon ein paar zurückgelaufen an meine Base. Das war's. Wenn ich nicht da bin. Rennen die Dinger da zurück. War es dann Eingang weiter aussichern? Einmal haben sie schon da fast durchbrochen. So, da den Strahl will ich mich lassen. So, bin ich da ein bisschen angesichert. Dann schauen wir mal rein. Die Steine. Das sind die Pflastersteine. Dann gibt Gebäude, müssen wir mal unter Gebäude finden. Das müssen dann die Betonblöcke sein, oder? Nein, die Betonblöcke sind es nicht. Ah, wie heißen jetzt die Dinger gleich noch einmal? Da auf Rezepte gehe, ich spiele den heute halt mal mit.
Steinblöcke sind. Steinblöcke sind. Da muss man sie zuerst durchlaufen lassen. Die 25 Sekunden, die nehmen wir uns auch noch die Zeit. Ein paar Blaubeeren noch im. Die Richtung, wo sie schaut. Oh, die ist im Wasser, die ist im Wasser. Die ist im Wasser. So. Der Außen oder Inner, das ist ja wie das. Der ist Außen, dann haben wir den jetzt von da einmal schauen, ob wir den drischen. Weg, 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 weg. Kaffeedosen normal kriegt. Wir haben Kaffeedosen gekriegt. Es. Wir haben Storner. Die tauschen wir gegen die Spikes, gegen die Schaufel, gegen den. Die Knarre kommt da auf, die Knarre haben wir aus dem Ding gekriegt. Dann hast du es. Wir fangen jetzt von da an. Ein Starblock. Zwar dick für die Stadtmauer, da die sagen. Da sind wir nämlich da angesichert. Für den Bereich. Das Ding ist nehmen wir jetzt als Ausgangspunkt, dass wir in dem Bereich dann reinkommen. Ich baue ja gerne in großen Dimensionen.
Dann hole ich nämlich jetzt hier diesen mal so groß U-Zeichner. Weil ich möchte nämlich jetzt halt, dass ich weiß, wo sie so einen Ressourcen brauche. Ich möchte nämlich da auffahren. Und ich darf jetzt sagen, ob den Gelände mache ich mir da wieder ein Tor einer. Ob hier, da die so. Du musst das auch Haus da unten halt weichen. Einmal. Und dann hier, dann haben wir da den Strahl, der was da weichen muss. Dann tue ich nach außen hin die zwei erweitern, sobald das die Mauer hier steht. So, dann die Schaufel, dann mal die auch gleich reparieren. Da müssen wir die Schaufel reparieren. Ausrüsten, okay. So. Den leeren Zombie. So, dann möchte ich probieren. Das ist normale Erde. So, dann erst zwei. Okay, ich mein, das geht. Das ist jetzt das die erfunden. Ich mein, das geht. Ich würde mir jetzt da so eine kleine Straße bauen. Also geht das nicht. Weil das dir vor unten sitzt. Schade. Okay, dann muss ich mir dann was anderes überlegen. Wäre jetzt gut gewesen, da und da auf ein Tier. Durch das jetzt das dann da zu hoch ist. Dann Planänderung. Dann haben wir da die Planänderung. Ja, ist gleich. Da werden wir schon was einfallen lassen. Den müssen wir mal auf alle Fälle da noch bauen. Den Stein. Zwischen die Folgen da die 3000er anbauen. Dann das Eisen, wenn man auch noch hat, anbauen.
Da mache ich erst einmal einen kleinen Bereich. Und dann da auch von mit Holz. Dann machen wir zuerst einmal dort die erste Außenmauer. So dass ich dann von da oben weiter komme. Wenn ich mich zwischen die Folgen in den Lehm looten gehe. Dann verlängern wir einfach das Gefängnis von hinten aus. Das ist ein paar Thema. Dann sind wir von hinten aus geschützt. Oben das Eisen ausreißen. Genau. Obwohl ich zwischen die Folgen innen mal Holz looten gehe. So wieder eine Loot-Tour machen. Kaffeedosen haben wir ja noch. Kaffeedosen haben wir ja noch. Stacheldraht. Das ist so links haben wir. So, jetzt bin ich auf. Wie haben wir den da noch? Eins, zwei. 3, 4, 4. Die Bauerei ist aber das, was am interessantesten ist, gibt man wie bei 7 Days. Und somit haben wir unsere Steine erledigt im Moment. Mehr Pflastersteine habe ich eh nicht, oder? Gib mir zwei Pflastersteine. Rezepte. Fertigen. Dann können wir da das Ding anbauen. Dann können wir da nämlich durchlappen. Wir haben nämlich schwarzes Eisen nur. Wir haben nämlich ein schwarzes Eisen. Dann bauen wir die Tieren ein in der Folge nur.
nichts mehr. Okay. So, dann rüsten wir die Tiere auf. Dann rüsten wir die Tiere aus. Und so. Sitzt jetzt hier wieder da so einer. Fahr mal. Genau. Entweder sind die von der Zombie-Nacht übrig geblieben oder. Ihr seid sich da hinkommen. Wahrscheinlich gespawnt. Wir sind wahrscheinlich die spawnen da herin. Ah, verdammt! Die spawnen wahrscheinlich da hinten die ganze Zeit. So. Aber jetzt sind wir dabei für die Zombie-Nächte, dass wir die sowas ausräumen können. Glaube ich, dass das am besten sei. Nach und zu wieder. Ah, ich glaube, da war gescheiter was eigentlich. Und das nicht in der Stadt. Und die sind nicht in der Stadt. Oder sie sind von, haben sie hinten durchgeschlagen, das kriegt natürlich auch an. Das hat man dann unten zu machen. Zumindest mit das Ding da wegschlagen. Der Garte! Was?
gut, gut, gut. Dann brauche ich gerade da hinten den Werkzeuggürtel holen, dafür bin ich dann schon hinten. Dann kann ich zumindest mal das Inventar ausrammen. Dann kann ich schon mal zumindest das Inventar ausrammen. 70 Steine habe ich noch. 70 Steine habe ich noch. Pflastersteine, Lehm. Kleine Steine. Jetzt bleibt mir auf Sand. Erdstücke, das habe ich, das kommt um mich auf das andere. Pflanzen, die werden wir gleich essen. Das werden wir gleich essen. Das werden wir da. Das kommt auch um mich. Rezept. Schwarzer Stahl, Pfeile, Holz, eine Waffenkisten brauche ich. Aufpassen. So, dann machen wir mal da eine Waffenkisten. Dann haben wir gerade mal noch einen Schuss Munition, dann kommt da die Waffen rein und die Munition. Und dann haben wir das Gewand rein, was wir von da an da gekriegt haben. So, aber na gut, meine Sportsfreunde, ich werde jetzt noch meinen Werkzeuggürtel, ich werde jetzt noch meinen Werkzeuggürtel wiederholen. Bis auf weiteres, die Kaffeedosen werden wir jetzt gleich essen. Wow, die haut mir ein 100 auf. Bin ich saublöd. Ja, ist er gleich. Ich werde jetzt noch gleich mein Werkzeuggürtel holen, das werde ich dann zwischen den Folgen hinter da und dann werden wir uns am Tag 11 in der Früh wieder sehen. Ich hoffe, ich hat es euch gefallen beim Zuschauen. Würde mich dann über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocken aktivieren, so dass wenn es hier bei mir auf meinem Kanal weitergeht mit 7 Days, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, lass dich von den Zombies nicht beißen, bleib mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!